Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, hier sind wir wieder in einem virtuellen Raum mit Herrn Schlesinger. Herr Schlesinger, schönen guten Tag. Wir wollen uns das zweite Mal unterhalten, jetzt hier in der zweiten Sendung über die Aufgaben der Geschäftsleitung in der Pandemie- und Corona-Situation. Die Corona hält uns im Atem hier in Deutschland und weltweit. Sie sind Obmann unseres Ausschusses und haben die meisten Informationen dazu. In einem kurzen Video wollen wir uns über die Geschäftsleitung und die Aufgaben der Geschäftsleitung kurz unterhalten. Wie geht es Ihnen heute, Herr Schlesinger? Ja, danke. Also es scheint aufwärts zu gehen und es geht immer besser. Ich warte jetzt auf meinen Test, der irgendwann bevorsteht und der dann hoffentlich negativ ausfällt, sodass wir uns da doch ein bisschen freier bewegen können als bisher. Ja. Wenn Sie jetzt noch im aktiven Arbeitsverhältnis stehen würden, dann wären Sie schon mal nicht mehr auf der Arbeit und die Kollegen müssen ihre Arbeit machen, oder? Ja, so alleine würde ich das jetzt mit den modernen Medien jetzt nicht mehr so sehen. Das wäre sicherlich vor einigen Jahren undenkbar gewesen, so wie wir es jetzt machen, doch an dem, ich sag mal, täglichen Geschäft noch teilzunehmen oder teilnehmen zu können. Und ich sag mal, im Moment zeigt uns ja das Leben, welche Möglichkeiten es denn dann trotzdem gibt, entsprechend, wenn man nicht ganz bettlägerisch ist schlussendlich einigermaßen noch fit ist, trotzdem mithelfen zu können und sei es durch Bild, Ton oder auch in Schriftform. Ja, Frau Merkel ist ja auch in Quarantäne und Johnson in England auch. Die Geschäftsleitung, kommen wir zur Geschäftsleitung. Ihr Ausschuss hat eine entsprechende Empfehlung ausgegeben. Pandemiestäbe gründen, Arbeit verteilen, Kommunikation. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an. Pandemiestäbe, sind die jetzt alle bei Großen und Kleinen jetzt unterwegs? Wie ist Ihre Informationslage? Ja, ich denke also, dass mittlerweile die Betriebe schon sehr, sehr gut aufgestellt sind, sich auf die Situation vorzubereiten. Ich hoffe es zumindest, weil ja die wichtigste Aufgabe besteht, eben halt den Betrieb aufrechtzuerhalten, insbesondere in abwassertechnischen Anlagen. Und da gilt es eben halt, ja, Maßnahmen frühzeitig letztendlich festzulegen, um vielleicht auch durch Reduzierung des Personals oder gerade deshalb schlussendlich den Betrieb ja, nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten. Ja, die Abwassertechnik und die Trinkwasserversorgung gehören natürlich zur kritischen Infrastruktur in Deutschland. Wir können nicht einfach das Tor zumachen und nach Hause gehen. Das funktioniert nicht. Und wichtigste Aufgabe war, glaube ich, im ersten Moment die Leute auseinanderzubringen und auseinanderzusetzen und dass die sich nicht weiter sozusagen berühren. Ich glaube, das ist in vielerorts auch wirklich schnell umgesetzt worden. Ja, natürlich auch, das waren so die ersten Maßnahmen, natürlich aber auch auf nicht immer absolutes Verständnis der Betroffenen, warum sie denn jetzt nur aus dem Team oder aus einer Gruppe oder aus dem Hauptbetriebshof oder wie auch immer dezentral untergebracht werden sollen und müssen, was aber unausweichlich ist, um schlussendlich die gegenseitige Ansteckungsgefahr auch zu minimieren und damit eben halt nicht direkt mit einem infizierten Mitarbeiter, der dann ja schlussendlich aufgrund der Quarantäne-Situation andere Mitarbeiter in Anführungsstrichen dann noch mitreißt, die dann auch schlussendlich nicht einsatzfähig sind. Um das Risiko zu minimieren, war eben halt oder ist auf jeden Fall notwendig zu dezentralisieren, was auch nicht so ganz einfach ist, wenn man von zentralen Einheiten ausgeht. Erstmal die personelle Struktur zu finden und zweitens aber auch die Möglichkeiten vor Ort zu schaffen, dass eben halt die gleichen, ja auch hygienischen Maßnahmen, Umzug, Schwarz-Weiß an Einrichtungen, Duschmöglichkeiten, Reinigungsmöglichkeiten, Unterbringung der Fahrzeuge an dem Standort und so weiter, das sind alles aufwendige Maßnahmen, die geplant werden müssen. Ja, ich kenne eine große deutsche Stadt, die hat aus Kostengründen gesagt, wir haben 5 Bauhöfe rund um die Stadt
und haben in den letzten Jahren alles zusammengelegt in einen Bauhof aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Jetzt bei solchen Aktionen wie Pandemie, Corona, sind wahrscheinlich 5 Standorte eine sichere Bank gewesen. Ne? Ja, wären ideal gewesen im Grunde genommen, was jetzt möglicherweise kostenintensiv hergestellt werden muss durch Container oder wie auch immer, ich sag mal, schnelle Bauten wird man nicht so aus dem Bereich eben mal erstellen können. Also ich denke, man wird auch wieder ein bisschen umdenken müssen, früher alles zentral, zentral, zentral. Ich glaube, da kommt auch ein neues Denken wahrscheinlich in sowas, denn so eine Pandemie wird nicht die erste und nicht die letzte sein, die auf uns auf die Welt vorkommt. Ich bin sicher, dass es auch ein gewisses Umdenken geht. Kommen wir nochmal zum Thema Kommunikation. Wichtig ist ja auch, dass die Stäbe funktionieren und dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen immer informiert werden. Haben Sie da Rückschlüsse schon aus der Praxis? Findet das überall gut statt oder ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig in manchen Kommunen? Ja, das ist natürlich eigentlich das Wichtigste, im Vorfeld auch die Mitarbeiter mitzunehmen und wie man so schön sagt, Kompetenzaufbau erzeugen, dass die Mitarbeiter verstehen, warum bestimmte Maßnahmen jetzt erforderlich sind. Die Dezentralisierung. Ich hörte von einem Bereich, wo man einfach, ich sag mal, die Order herausgegeben hat, die gewerblichen Mitarbeiter betreten jetzt nicht mehr die Bürobereiche. Und dann natürlich die Rückmeldung kommt, sind wir Menschen zweiter Klasse oder wie auch immer, wenn es nicht gut kommuniziert ist, weshalb das Ganze denn nun erforderlich ist. Und aus dem Grunde ist es wirklich wichtig dazu, die Mitarbeiter mitzunehmen, dass man da das Verständnis bekommt und dann ist auch die Bereitschaft höher. In anderen Bereichen habe ich auch gehört, dass man auf der einen Seite als erste Maßnahme durch unterschiedliche Anfangszeiten auch die Arbeitsgruppen entzerrt hat, was auch erstmal eine wichtige, gute Maßnahme ist, wobei dann aber auch der ein oder andere aus purer Gewohnheit statt um 8 Uhr zu kommen, dann auch schon wieder nach wie vor um 6 Uhr da saß, was natürlich dann auch nicht absolut zielführend. Ja. Also es gibt viel zu tun für die Geschäftsleitung, auch neue Situationen, auch hier das bei der DWA, auch unsere Geschäftsleitung, wir haben das alle noch nicht so durchgemacht. Sie sehen auch im Hintergrund, ich bin auch im Homeoffice, ich bin auch über 60 Jahre alt, gehört zur gefährdeten Gruppe. Also auch bei uns lernen wir momentan ganz schnell ganz viel über hier neue Medien und Kommunikation. Ja. Ich glaube, viele Geschäftsleitungen in den Kommunen und in den Unternehmen bei uns sind auf einer starken Lernkurve, was solche modernen neuen Medien angeht. Ich glaube, sie kann da schon viel helfen. Und ich danke für das Gespräch, Herr Schlesinger. Die Zuschauer, Zuschauerinnen, kommen Sie wieder, wenn Ihnen das gefallen hat. Wir machen weitere Videos in der lockeren Folge zum Thema Corona in der Abwassertechnik. Vielen Dank fürs Zuschauen, Herr Schlesinger. Bleiben Sie gesund. Ja, gerne. Vielen Dank, gleichfalls. Ja.